Hallo und willkommen zum zweiten Teil des zweiten Kapitels zu World Wide Web als ein Beispiel für Client-Server-Systeme. Wir haben uns im vorherigen Video darüber unterhalten, wie wir aus Webservern und Webbrowser ein Client-Server-System bauen und wir haben uns angeschaut, wie wir HTTP als ein Request-Reply-Protokoll benutzen können. In diesem kurzen kleinen Video möchte ich mit Ihnen über einige Beispiele für Webserver sprechen, wie Sie die benutzen können, was deren Aufgaben sind, ein paar Worte zur Konfiguration dazu sagen. Die erste Überlegung ist, wozu ist ein Webserver überhaupt da? Ein Webserver ist primär einmal dazu da, statische Dateien auszuliefern. Das ist sein Ursprungszweck, da kommt er her, dafür sollte er bitteschön gut sein und das bitte effizient. Ein Webserver soll mit hoher Last gut umgehen können. Er soll die Ressourcen, die er zur Verfügung hat, effizient nutzen. Aus der Forderung leitet sich sofort die nächste Empfehlung ab. Schreiben Sie nicht Ihren eigenen Webserver. Das ist konzeptionell vielleicht auf den ersten Blick eine einfache Aufgabe, aber eigentlich ist das etwas, bei dem sehr viel Tuning, sehr viel Pflegeaufwand, sehr viel Aufmerksamkeit für Details notwendig ist. Wenn Sie jetzt vor der Wahl stehen, sich einen Webserver auszuwählen, müssen Sie sich überlegen, für welchen Zweck Sie den benutzen wollen. Es gibt zum einen die Full-Scale-Webserver, die für Produktionseinsatz gedacht sind, die mit Sicherheit umgehen können, die die hohe Effizienz bieten. Und davon gibt es eigentlich im Wesentlichen noch drei. Das ist der Apache HTTPD, vielleicht der älteste und bekannteste davon. Nginx als ein wesentlicher Konkurrent dazu und aus dem Hause Microsoft den Internet Information Services. Alle drei sind nicht trivial in Betrieb zu nehmen. Alle drei haben signifikanten Konfigurationsaufwand. Und wenn Sie vielleicht nur einmal kurz etwas ausprobieren wollen, im Entwicklungsbetrieb sind, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Dann kann es sein, dass Sie mit einem einfachen, kleinen, schnuckeligen, einfach in Betrieb zu nehmenden Webservice besser bedient sind. Beispiele wären das Python-Modul HTTP Server oder aus der JavaScript-NPM-Welt HTTP-Server. Sie müssen schon genau hingucken, das eine ist ein Minus, das andere ist ein Punkt, nicht wahr? Aber bitte nochmal, ja, diese Beispiele hier sind in der Regel nicht für Produktionseinsatz geeignet. Die sind toll während der Entwicklung oder Testphase, aber nicht für Produktion, wenn Sie die in die freie Wildbahn entlassen und möglicherweise mit Tausenden von Angreifern und Millionen legitimer Benutzer konfrontieren. Dann nehmen Sie bitte einen der ordentlichen. Ein paar kurze Beispiele. Schauen wir uns den HTTP-Punkt-Server aus Python an. Das ist eine Klasse, die Sie instanziieren können mit unterschiedlicher Art. Sie füttern eine Portnummer, möglicherweise eine Serveradresse. Und dann sagen Sie ihm noch, dass er diese Anfragen für immer bedienen soll. Und das können Sie inzwischen entweder hier über HTTP Server oder seit 3. irgendwas gibt es auch eine Threading-Variante davon, sodass Sie einzelne Anfragen an den Server jeweils in einem einzelnen Thread bearbeiten können. Ein konkretes zweites Beispiel wäre etwa, wenn Sie sagen, ich brauche nur einen kleinen Webserver, der mir aus einem bestimmten Verzeichnis alle Dateien ausliefert auf Anfrage, Dateiname als Anfrage. Dann haben Sie das mit 3 Zeilen hier erledigt und Sie haben hier noch den Server ebenfalls auf Port 8000 ausgerichtet. Auch hier Serve Forever, um den Server in eine Endlosschleife zu legen und an einem auf Port 8000 gebundenen Socket auf Anfragen warten zu lassen. Ganz einfach mit ein paar Zeilen. Das können Sie auch direkt aus der Kommandozeile heraus machen. Sie können das Modul direkt aufrufen über -m HTTP Server, wie das unter Python üblich wäre. Auch das hier würde Ihnen alle Dateien, die im Current Working Directory, im aktuellen Arbeitsverzeichnis sind, jeweils auf Anfrage bereitstellen. Für Test und Entwicklung, ja, nicht für Produktion. Niemals. Und das Ganze geht auch noch mit Parametern für die Portnummer. Wenn Sie eher in der JavaScript-Welt zu Hause sind, dann ist sowas wie NPM vielleicht etwas Schöneres für Sie. Dann installieren Sie den über den Package Manager und rufen ihn mit entsprechenden Optionen auf. Und das ist funktional sehr, sehr ähnlich wie das, was Ihnen dieses Python-Modul liefern würde. Sehr schön. Schauen wir uns noch ein Beispiel für einen richtig großen, ordentlichen, wohl ausgebauten Webserver an. Ich habe Nginx genommen. Das ist teilweise Geschmackssache, das ist,
hat keine tiefere Bedeutung. Sie könnten hier genauso gut Apache HTTPD sich aussuchen als Beispiel. Das tut sich relativ wenig. Beide sind tatsächlich mehr als nur ein einfacher, simpler Webserver, der Ihnen statische Dateien aus einem Arbeitsverzeichnis ausliefern kann. Sie haben Load Balancing-Funktionalität eingebaut. Sie können einzelne Programme aneinander verketten, sogenannte Microservices. Sie können die als Cache benutzen und so weiter und so weiter. Schauen Sie sich die Webseite und die Dokumentation an. Es ist vielgestaltig, was Sie damit machen können, in Open Source oder in kommerziellen Varianten. Nginx hat seiner Struktur nach stets einen Master-Server, an den Sie mehrere Worker-Prozesse, mehrere Worker-Server andocken können. Der Master dient zur Konfiguration und zur Kontrolle dieser Worker, liest Konfigurationsdateien und setzt dann Verbindungen zu entsprechenden Worker-Prozessen auf. Eine solche Diskussion über Server, Master-Server und Client-Server hatten wir bereits mal in einer Vorlesung SSSP. Master-Server, der Anfragen an entsprechende Unterserver schickt. Und wir hatten sie ja auch schon im vorherigen Kapitel 1 besprochen. Also diese Idee sollte Ihnen vertraut sein. Die Arbeiter machen dann die eigentliche Arbeit, also lesen Datei von Platte, schauen gegebenenfalls in einem Cache nach und so weiter und bekommen ihre Anfragen vom Master zugeteilt. Wie schaut das aus? Das schaut aus, dass Sie ihn, wenn Sie ihn als reinen Webserver betreiben wollen, ohne weitere Dinge wie Load Balancing etc., dann ist die Grundidee, und die finden Sie eigentlich immer in allen diesen Webservern, Sie schauen sich die URL an und für Teile der URL können Sie in einer Konfigurationsdatei aussagen, welche Teile wie zu welchen Arbeitsverzeichnissen in ihrem Dateibaum abgebildet werden sollen oder ob es zu anderen Reaktionen führen soll. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Also wir hätten hier einen Server konfiguriert, der auf HTTP, auf das HTTP-Protokoll hier hört. Wir möchten diesen Server auf der 8080-Portnummer lauschen haben und localhost alle Adressen hier entgegennehmen. Dieser Serverprozess soll auf mehrere Servernamen horchen. Er soll example.org und www.example.org akzeptieren als Teile der URL. Und an dieser URL hängen dann ja diese Pfade, diese Lokationspfade. Das schreiben Sie genauso hin. Sie sagen zum Beispiel, wenn Sie hier location/images an den Pfad, an den Fully Qualified Domain Name angehängt haben, dann soll bitteschön ab dem Verzeichnis/data nach der entsprechenden Datei gesucht werden soll. Also /images/x.png würde auf einer Datei /data/x.png abgebildet werden. Diese Datei würde aus dem Filesystem gelesen und an den Klienten zurückgeliefert werden. Sie können etwas aussagen, dass Sie falsche URLs auf typische Weise den Fehlercode 404 abbilden. Das ist hier mit einer einfachen Return-Anweisung erledigt. Sie können Redirects realisieren, Sie haben eine URL, die Sie in dieser Stelle nicht mehr behandeln wollen. Dann können Sie den Browser informieren durch ein Redirect mit dem Fehlercode 301, indem Sie ihn auf die neue URL hinweisen, die dann irgendwie andere Gestalt hat. Sie können auch reguläre Ausdrücke benutzen. Sie können dann zum Beispiel sagen, dass Sie hier, wenn Sie Users als Beginn des Pfadnamen haben, dann würden Sie die URL umschreiben, eine Rewrite-Anweisung, sodass der Pfad, der beginnt mit Users und alles, was danach kommt, typische reguläre Ausdrucksstruktur, nicht öffnende, schließende Klammer als eine Gruppe, Punkt, Stern, alles dazwischen, also alles, was danach folgt bis zum Ende, Caret als Anfang, Dollar als das Ende, auch das übliche reguläre Ausdruckkonvention. Das möchten wir bitte umschreiben auf eine URL Show mit Fragezeichen als Konvention für Parameter. User, der Key soll User sein und $1. $1 ist der Match, den der reguläre Ausdruck für die erste Gruppe öffnende, schließende Klammer gefunden hat. Und nachdem wir es auf diese URL umgeschrieben haben, machen wir nicht weiter mit der Verarbeitung dieser hier gegebenen URL, sondern wir versuchen, diese URL zu bearbeiten. Sie können alles andere, was Sie hier in niedrigster Priorität finden würden, nicht? Die Reihenfolge in einer solchen Konfigurationsdatei ist wichtig.
Wir lesen das von oben nach unten. Der erste Match wird berücksichtigt. Hier slash würde natürlich dann alles, was übrig geblieben ist, noch auffangen. Das würden wir weiterreichen an entsprechend http://example.com. Also alle nicht wohlgeformten URLs würden auf unsere Root-Seite abgebildet werden. Das wäre eine typische Konfiguration für einen einfachen Nginx-Server. Lesen Sie sich die Dokumentation durch. Sie können vieles und vielerlei mit diesem Paket machen. Und wie gesagt, ein Apache HTTPD tut sich da wenig in Funktionalität. Sehr schön. Also, wir haben uns angeschaut, einfache, für Test und Entwicklung gut geeignete, von der Kommandozeile unmittelbar aufrufbare Server wie Pythons HTTP-Server oder NPMs HTTP-Server, sowie komplexe, leistungsfähige, sichere, effiziente, komplette Server-Frameworks, wobei wir uns Nginx hier noch als ein mögliches Beispiel angeschaut haben für Konfigurationsdateien. Das soll hier auch schon reichen für dieses kleine Video. Im nächsten Video schauen wir uns an, was wir mit Programmierung auf der Serverseite erreichen können. So viel für hier. Danke fürs Zuhören.